Ja, es ist wieder Dienstag und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Case Opening. Und wie ihr seht, dieses Mal nochmal mit der Chroma 2 Collection. Und es sind aber diesmal nur 10 Stück, aber das reicht ja auch völlig. Führen wir unser altes Dings halt weiter. Immer 10 Kisten jeden Dienstag. Und da bekommen wir schon mal die Bronze Deko. Ja, so. Machen wir mal so. Und ich weiß nicht, vielleicht ist er. Oh komm, Alter, na, das wäre so geil gewesen. Alter, wäre das geil gewesen. Das wäre. Alter, das nee, das wäre dann ein Giveaway gewesen. Das wäre dann ein Giveaway gewesen, ich schwör's euch. Wäre da nochmal eine Hyper Beast rausgekommen, das. Ich schwör's euch, ich hätte es euch als Giveaway gegeben. Und ich weiß nicht, ob nächste Woche vielleicht ob nächste Woche nochmal Dings rauskommt, nochmal Chroma 2. Denn ich habe ja noch so viele andere Cases in meinem Inventar, die ich glücklicherweise bekommen habe von euch. Und ja, wir schauen einfach mal, was dabei rauskommt. So. Du, ne Negev. Schon lang nicht mehr gehabt. So, und eine. Nochmal eine Stat-Check. Oh mein Gott. Ach, leider, leider. Ja, die ist eher. Keine Ahnung, was die ist. Fragt mich nicht. Und eine Sword of! Ja, nicht geil. Ach so. Und eine, wow, eine Sword of, ey. Leute, was geht ab? Ist ja krass, ey. So, letzte Kiste für heute. Und da kommt einen raus. Eine AWP Wormgod, ja irgendwie liegt uns die AWP hier sehr am Herzen, oder gibt viele davon raus. Was ist denn die? Die ist Minimal Wear und Factory New. Und mal gucken, habe ich da genug? Ja, das kommt aber mal als anderes Video. Und ja, komm, einfach weil ich's kann, mache ich es jetzt einfach mal. Wir öffnen noch eine Chroma 1 Case. So. Ja, okay, gut. Fertig für heute und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.